Herr Lobo, wir haben Bundesinnenminister Seehofer auch gerade schon mal gehört. Er will die Gamer-Szene stärker in den Blick nehmen. Sehen Sie Gamer da unter Generalverdacht? Ich glaube, Herr Seehofer besticht hier in erster Linie durch eine gewisse Ahnungsarmut. Dadurch, dass er von der Gamer-Szene spricht. Wir haben in Deutschland über 30 Millionen Menschen, die regelmäßig Videospiele spielen. Da wünsche ich viel Spaß bei der Gamer-Szene. Wo er aber tatsächlich recht hat, ist, dass in diesem Bereich, was Online-Spiele vor allem angeht, einzelne Communities tatsächlich dazu neigen, ins rechte Lager zu kippen und dort auch zu kommunizieren. Ich glaube also, dass es tatsächlich richtig ist, dort genauer hinzuschauen. Das muss allerdings mit einer Expertise geschehen, die Herrn Seehofers weit überschreiten sollte. Aber wie macht man das dann genau, da genauer hinzuschauen? Gut, bei über 30 Millionen Menschen, die Spiele spielen, ist vollkommen klar, dass da noch ganz andere Faktoren mit dabei sind. Wir haben innerhalb dieser Gaming-Szene, die sehr divers übrigens ist, die Hälfte ungefähr sind wohl Frauen, aber innerhalb dieser Gaming-Szene haben wir Bereiche, wo es tatsächlich auch um Verherrlichung von Gewalt geht. Man darf das auf keinen Fall so pauschalisieren. Ich glaube aber schon, dass sich da ein internationales, ein globales Netzwerk herausgebildet hat von Rechtsextremisten. Und das ist der Kern. Hier sind Menschen, die zwar auch im Gaming-Bereich unterwegs sind, die aber in erster Linie antisemitisch, rassistisch und auch frauenfeindlich kommunizieren und die sich auf diese Art und Weise finden. Und sie missbrauchen regelrecht die Instrumente, die für Gamer und Gamerinnen geeignet sind. Und das ist, glaube ich, der richtige Ansatz, das vom Kopf auf die Füße zu stellen. Zunächst zu schauen, wie arbeiten Rechtsextremisten und dass die auch mit Gaming-Plattformen arbeiten. Das ist 2019 relativ klar, wahrscheinlich den meisten Menschen, die auch klar gewesen, außer dem Innenminister eben. Die CDU will jetzt dieses Eckpunktepapier verabschieden und fordert darin unter anderem, dass man Messenger-Dienste wie WhatsApp stärker oder besser bewacht oder überhaupt die Kommunikation da überwachen kann. Brauchen wir so eine Verschärfung der Mittel oder reicht eigentlich das aus, was die Ermittlungsbehörden schon können? Mir kommt es nicht so vor, als wären immer neue Abbaugeschwindigkeiten beim Abbau von Grundrechten die richtige Antwort darauf. Es ist in der Tat schwer, Messenger-Dienste zu überwachen. Es ist aber einerseits nicht unmöglich und andererseits glaube ich, dass bisher die Behörden schon mit den Daten, die sie längst haben, komplett überfordert waren. Und zwar gerade im Bereich Rechts. Denn das ist der Kern dieser ganzen Debatte. Rechtsextremismus wurde über Jahrzehnte in Deutschland regelrecht verharmlost, kleingeredet, in eine Ecke gedrängt von, das sind nur ein paar Spinner. Und das ist das eigentliche Problem. Und dass diese Leute, diese rechtsextremen Netzwerke, inzwischen auch moderne Medien benutzen, das ist ein anderes Problem. Ich glaube, zuallererst brauchen wir eine Haltung, eine Art antifaschistischen Konsens in der Bundesrepublik Deutschland. So hat zumindest Max Czollek das genannt. Mhm. Würden Sie also sagen, die Ermittlungsbehörden machen beim Kampf gegen Rechtsextremismus bisher keinen guten Job? Ich glaube nicht, dass die Behörden bisher einen guten Job machen. Ich glaube sogar im Gegenteil, wenn wir uns anschauen, wie auch unter Seehofer und Leuten, die Seehofer im Amt gelassen hat, mit dem NSU-Skandal, mit dem NSU-Debakel umgegangen worden ist. Wie da Akten unter 120 Jahre Verschluss gehalten worden sind. Wie bis heute behauptet wird, es handelt sich um drei Einzeltäter. Dann sehe ich, die längst vorhandenen Daten werden strukturell falsch ausgenutzt. Ich sehe überhaupt nicht, warum man da noch neue Daten braucht. Vielen Dank für dieses Interview, Sascha Lobo, über den Kampf gegen Rechtsextremismus. Dankeschön. Sehr gerne.